ich freue mich jetzt ja kurz vor Spielbeginn den Trainer der Hammelburger Jungs begrüßen zu dürfen. Volleyball, die Sportart hier in Hammelburg, wie kam es dazu? Wie war die Entwicklung? Oh, die Entwicklung, also wenn man ein bisschen länger zurückblickt, also dann war die Entwicklung natürlich etwas tiefklassig. Von 6, 7 Jahren haben wir noch in der Bezirksliga gespielt und da war die Resonanz natürlich auch nicht so groß, also wie es heutzutage ist. Wir haben eigentlich sehr lange Zeit sehr gut gearbeitet und haben uns eigentlich das verdient, also was wir heute erleben dürfen. Jetzt ist ja alles bestens, zweite Bundesliga. Ja, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Also es ist ein Genuss, hier in die Halle zu kommen, diese Atmosphäre mitzuerleben, diese Spannung vor dem Spiel, die entsteht, die Zuschauer mitzuerleben, wie sie ihre Plätze nehmen, wie sie ihre Getränke bringen und wie sie dann natürlich voll heiß sind auf den nächsten Ball. Die Stimmung ist diese Saison wirklich überragend. Also wir haben es ja letzte Saison auch schon gehabt. Es ist einfach klasse, was die Fans hier machen und ich denke, es ist auch ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal hier in Hammelburg. Und nach dem Spiel wird auch noch fest gefeiert? Ja, heute ist ja Hammelburg Moves und ja, da lassen wir es nochmal richtig krachen, ungeachtet des Ausgangs, würde ich sagen. Im Volleyball Hammelburg gibt es da nur Leistungssport, da ist auch der Breitensport gefragt. Ja, natürlich. Also ich meine, ich glaube, Volleyball gehört ja zu Hammelburg wie die Weinberge auch dazu. Das ist einfach mal etwas, was nicht von Hammelburg wegzudenken ist. Und so viele Weinberge es gibt, gibt es, glaube ich, auch so viele Volleyballmannschaften und das ist schön. Das ist ja hier echt eine fantastische Halle. Ich nehme an, hier wird auch trainiert? Ja, unter anderem. Also wir nutzen natürlich diese Halle hauptsächlich in der Saison zum Trainieren, weil wir unsere Spiele hier auch bestreiten. Wir haben hier verschiedene Sporthallen, einmal das Gymnasium, dann die Grundschulturnhalle und auch hier die Saaletalhalle. Manchmal nutzen wir auch das TVDJK-Heim, um an den Geräten trainieren zu können. Im Sommer nutzen wir mehr Schwimmbad, um sich fit zu halten, oder auch die Beachplätze, die einfach hervorragende Qualität haben. Und dort lassen wir uns ein bisschen von der Sonne bräunen und ja, machen uns dementsprechend für die nächste Saison fit. So, die Stimmung steigt, das Spiel fängt gleich an. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Interview und toi toi toi. Ich bedanke mich auch und ich hoffe, es wird ein gutes Spiel.